Aber wir könnten uns zum Beispiel jetzt für den Dungeon eintragen. Ja, das wäre sehr schön. Damit wir das noch machen. Wow. Anführer, bitte. Jo, kriegst du direkt zum Gruppenanführer. Schau mir jetzt mal die Skills an, die ich noch lerne. Und instant geht's los, geil. What the fuck? Das ist wirklich so BAM. Das ist einfach so BAM und dann ins Gesicht. Das ist aber echt nice. Das ist sehr nice. Also unter der Woche bei WoW zu so einer Zeit? Ja. Was ist denn er für ein Riese? Alter, schau mal deine Rüstung an. Der ist ja völlig OP, der Typ. Das geht doch gar nichts. Ja, das ist der Boot oder nix? Sie wundert mich nie. Das sieht cool aus mit der Ruine da hinten. Ich hau jetzt erstmal ein Boot aus. Schwächt, betäubt und fangt die Gillkröte. Okay. Die Räuber heilen die. Jo, da hinten ist sie ja. What the fuck, was ist das denn für eine Aufgabe? Eine Feuer... Ich hab's weggeklickt, ich töten einfach. Du willst es einfach töten? Genau. Nee, wir sollen das Ding nicht töten. Ja eben, wir sollen es doch fangen. Ja, wir brauchen irgendwelche... Sträucher, irgendwelche... Hier ist ein Kräuterhaufen. Ja, dann ja los. Den musst du anzünden. Dafür müssen wir Feuerhexagone töten. Viel zu tun. Da ist ein Strauchdieb. Und die Schildkröte wird permanent geheilt. Ja, wir sollen ja auch nicht auf die Schildkröte gehen. Aber wo ist das Feuer? Feuerexergone, such die mal. Ja, ich bin dabei, ich finde nichts. Vielleicht hinten bei den Ruinen? Kann mir fast nicht vorstellen. Ich sehe aber auch echt nichts, ne? Hier kommst du hier hoch. Nee, da kommt man nicht hoch. Okay. Ja, und dann? Was ist denn? Hey Chef, hast du irgendwas für uns? Nein, ich will die Instanz nicht verlassen. Ich will, dass du mir Feuerhexer irgendwas gibst. Ist das nicht irgendwie... Vielleicht müssen wir den erst bestimmt runterhauen. Ich wollte gerade sagen, sind das vielleicht die Kerzen da auf seinem Rücken? Oder er spawnt neue Gnallowgate. Der Tank, den wir da haben, der kriegt ja mal gar keinen Schaden. Stop running around and hit it, sagt er. Also wohl einfach nur drauf. Ja, das Vieh hat einfach nur viel Leben. Ein weiterer Gegner ist erschienen. Wo denn? Ich hab... Ah, auf der anderen Seite vom Fluss. Okay. Ah, das Feuerhexagon. Na, ist ja schnell down. So, und das liegt jetzt hier einfach rum? Oder jetzt hat das jeder? Jetzt müssen wir das Schlafkraut hier vor der Kröte entzünden. Ja. Und dann schläft das Vieh einfach ein, oder was? Ja. Ach so! Das war ja easy. Eigentlich schon, ja. Sagt er auch, nice, quick one. Ja, wir sind ja auch episch. Ist er gerade auf Stufe 42 gestiegen? Also ich finde, dafür kann man ihn belohnen. Ach so, ja, er kriegt von mir aus auch ein Thumbs up. Jetzt will ich aber erst mal wissen, was ich hier krieg. Zweimal Boni, das sind fast wieder... 8000 Routine und 1830 Gil. Lecker. Erfahrungsstufe gestiegen, jawoll. Dann bin ich jetzt auch 17, oder nicht? Dann kann ich doch endlich AOE. Hm.
Oh, ich lerne meinen Skill erst auf Level 18. Oder? Oder habe ich mich getäuscht? Scheiße, weil jetzt sehe ich nämlich keinen. Ich sehe schon kommen, das ist bestimmt jetzt so ein richtig schlechter AOE. Shit, wo hat man das nochmal angucken können, was man kriegt? K. Auf K? Ah ja, stimmt, K und Eigenschaften. Oh, man hat auch passive Fähigkeiten, sehe ich gerade. Passive Fähigkeiten? Unter Eigenschaften, die man auch bekommt. Ach nee, Pfeilsalver 18. Scheiße. Hättet ihr was dagegen, wenn ich jetzt den Dungeon nochmal anmelde, weil ich einfach nur wissen will, was da für ein Erfahrungsunterschied ist? Nö, mach. Kannst du nicht random auswählen? Dann? Und der nächste Dungeon geht im Übrigen erst ab Stufe 20. Ich könnte okay. Auch alle markieren und mach einfach. Ja, aber ich mach jetzt mal den, weil der ging jetzt echt Zufalls? Schnell. Ach so, da muss man bloß nochmal alleine sein, ja. Ja, sofort wieder drin. Es interessiert mich jetzt einfach, ob man jetzt nur noch so diese 2000 kriegt oder ob man nochmal irgendwie. Hast du dir gemerkt, wie viel es war? Ja. 8000. Und ich Geld glaub, war Bonus es 1000. Ich glaube, der Bonus geht hier verloren, die 6000. Ja, aber du kriegst auf jeden Fall einen Bonus, wenn keiner stirbt. Also egal wann. Erstmal die Strauchdiebe töten. Ja. Aber du kriegst halt nicht den Bonus fürs erste Mal machen. Das ist schon klar soweit. Aber du Und kriegst die auf jeden Molche. Fall einen Bonus. Jetzt ist halt nur die Frage, wie viel Auswirkung hat das quasi. Deswegen wollte ich das jetzt mal testen. Jo. Vielleicht ist es ja echt endgeil zum Leveln. Wobei, irgendwie glaube ich auch nicht. Es wäre schon fast schade, wenn das jetzt so richtig schnell gehen würde. Ja. Außer natürlich im Endcontent. Ich finde das mit den Fates ziemlich cool. Man hat ja echt auch genug Quests. So, jetzt einfach wieder nur draufhauen. Jo! What the fuck? Wo ist denn die Gildkröte hin? Das war mal ein Wegschieb-Skill. Ah, okay. Sau krass, ey, wie es hier abgeht. Steht ja auch einfach drin in dem AE. Ja, schieb's zu mir, komm. Mach ich doch gern. Das ist eigentlich echt witzig. Ja, dass auch so fette Gegner da rüber schieben. Bosse vor allem. Ja. Der Feuer ist da. Ja, ich markier schon. Der ist ja echt schnell down, ist ja kein Problem. Oh, der Typ ist gerade am Verrecken da hinten. Ich will das Kraut anzünden. Hab ich schon. Sein Kopf ist ja eigentlich voll drin. Ja. Jo, passt. Und Lizenz zum Töten errungen schafft. Sehr gut. Tada. So, gucken. So, Belohnung. Weil die Gruppe aber kein einziges Mal kampfunfähig. Oh ja, es gibt deutlich weniger. Gerade mal 2000, wie ich vermutet hatte. Ja, und 100 Gil auch nur. Ja. 1887. Also es lohnt sich jetzt... Oh Gott, Hamburger Junge. Also es lohnt sich eigentlich wirklich nur, weil den einmal zu machen. So, wir müssen mit Levin sprechen, das heißt, eigentlich könnten wir uns auch porten. Mhm. Ja. Kann man eigentlich machen. That sounds like a plan. Ich bin jetzt schon gelaufen. In der Zeit? Yep. Ja, Bodo hat ja seine Icarus-Stiefel. Völlig OP. Völlig OP. Stimmt, da kann man ja jetzt sich mit dem Teleportteil hin teleportieren noch. In der Stadt drinne. Naja, die paar Meter kann ich mit Sprendau laufen.
Nö. Also ich bin vor euch da und ich bin gelaufen. Just saying. Ich laufe jetzt auch. Ich wäre erst an dem großen Teleportteil und habe ich dann nochmal die ganzen Optionen gesehen, die man da hat. Und dann warst du verwirrt und hast dir gedacht, nee. Genau. Ich glaube, man kann nur an den kleinen Stadt-Ätheriten. Nee, du musst auf dem großen aufs Ätheriten-Netz drücken. Dann kriegst du die Auswahl von allen kleinen. Ja. Das ist möglich, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht von der Story, ja. Die Soldaten erst, dann ins Zimmer. Das ist ziemlich cool, aber ich denke, jetzt müssen wir eigentlich bald in den nächsten kommen. Gespräch. Wieder vertonen. Eure verdienstvollen Taten ehren euch, Kommandant. Krass. Wer ist sie denn? Und du bist jene Tapfere, die ihr wichtig aus. In den Dienst Gridanias stellt. Ich bin Kan E. Senna. Mir ist der Schutz und die Führung dieses Staates anbefohlen. Von deinen Taten habe ich schon viel gehört. Deswegen bin ich gekommen, um dir zu danken. Im Namen Gridanias und in meinem eigenen. Ist die Bürgermeisterin oder was? Ich würde mich freuen, wenn du ein Zeichen der Anerkennung entgegennehmest. Bald findet ein Fest statt, das wir die Hohe Bundweihe nennen. Es ist ein Ritual, mit dem die Gebieter des Waldes beschwichtigt werden. Wir drücken auf diese festliche Art unsere Dankbarkeit aus, damit wieder Frieden einkehrt. Und du sollst dabei die Hauptrolle spielen. Oh, okay. Was für eine unglaubliche Ehre! Wir rechnen fest mit dir. Wären wir alle so festen Herzens wie du, so hätten wir nichts zu befürchten. Möge dich diese Stärke nie verlassen. Cooler Scheiß. Echt nice. Ja, nicht, dass das hier einer à la Wicker Man wird. Ich hab einen Ring bekommen. Ja. Ach, ich hatte die ganze Zeit einen Ring zu wenig an, weil man zwei Ringe anhaben kann. Ja, klar. Okay, Levin, wie sieht's aus? Du beginnst eine wichtige Persönlichkeit hier in Gridania zu werden. Die älteste Saatseherin persönlich war da. Eine unvergleichliche Ehre. Und dafür kriege ich so eine scheiß Maske, die ich mir ins Gesicht hängen kann. Miyun um Rat fragen ist unsere nächste Aufgabe. Aha. Das ist hundertprozentig so eine Wicker Man Aktion. Die wollen in Wirklichkeit uns opfern. Na, dann treffen wir uns wohl in unserem Hexenstübchen wieder. Bin ich schneller als du? Nein. Ich hab mich dieses Mal geportet. Ach so, in die Mitte? Ja. Los, los. Super knapp. Verdammt, da kann ich nicht durch. Na, und schon ist der Wolf wieder vorne. Nee, so, nee, du bist dran vorbeigerannt. Ich bin schon wieder vorbei. Egal, ich hätte gewonnen. Und schon ist der Oscar wieder vorne. Ja. Du bist vorbeigerannt. Ja, ich war schon wieder, wollte schon wieder raus zum Wald. Ja, so schnell wird man hier die Hauptrolle, kriegt man hier die Hauptrolle. Was ist jetzt eigentlich das Gästezimmer? Stimmt, das habe ich auch noch nicht angeguckt. Gucken wir jetzt erstmal an, ob ein Reparateur, der wird sich jetzt erstmal hier schön nochmal... Ah ja, 11.000 Gil, ne? Ist geil. In Zimmern ist Lärm verboten, deswegen kann man keine Synthese und Reparaturen da drinnen machen. Aha. Oh. Hier können Wandervögel... Kostenlos kann man das. Finster da. Ja, das bringt doch gar nichts, oder? Aha!
du hast ein gemachtes. Du kannst dich da ausloggen an dem Bett oder das Spiel beenden. Also vielleicht kriegst du da extra Bonus-Erfahrungs. Du kannst Videosequenzen angucken. Ah. Boah, du kannst echt alle Videos nochmal angucken da. Lecker Scenes. Wo zur Hölle seid ihr? Im Gästezimmer. Ach, machen wir die Hauptquest jetzt gerade nicht weiter? Im kuscheligen Wartezimmer. Du kannst Spielplatz Eichelmatz. Was? Spielplatz Eichelmatz habe ich gerade gefunden. Läuft bei dir. Läuft, ja. Von Betin etwas über das zum Fest erhalten. Na, dann machen wir das doch mal.